Hallo Leute, yay, willkommen zu meinen Monatsfavoriten. Meinen Monatsfavoriten im Mai. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich lange auf der Suche nach einem perfekten Augenbrauenstift war. Ich meinte, ihn gefunden zu haben in dem NYX Augenbrauenstift. Jedoch war der etwas zu cremig und hielt deswegen auch nicht so lange. Jetzt habe ich einen wunderbaren gefunden, auch noch aus der Drogerie, was sehr gut ist, deswegen auch günstig. Und zwar ist der von Manhattan. Der hat die perfekte Farbe und die perfekte Konsistenz. Es ist einfach cremig genug, um ihn gut aufzutragen, aber er ist fest genug, dass er auch hält, wirklich, ohne zu verschmieren im Laufe des Tages. Dann habe ich ein Parfum für mich neu entdeckt. Gibt es zwar schon lange auf dem Markt und ganz am Anfang mochte ich es irgendwie nicht, aber jetzt dann doch. Denn ich hatte so ein kleines Pröbchen gehabt und ich konnte einfach nicht mehr genug kriegen und musste es mir kaufen. Allerdings kaufe ich mir nur noch so Mini-Größen und ich finde, diese Größe ist perfekt. Und zwar handelt es sich, vielleicht soll ich es erstmal sagen, von Viktor & Rolf das Flower Bomb. Hier steht noch Petit Flower Bomb. Voll süß sieht das aus. Und es ist sehr, 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 sehr vanillig so. Einfach, also ich mag das. Das ist so ein richtiger schöner Vanilleschleier und sehr, ja, so blumig vanillig. Aber trotzdem leicht genug, dass man ihn auch noch jetzt tragen kann. Ich mag ihn total gerne, den Duft, und er passt auch gut zu mir. Der reagiert ganz gut mit meiner Haut. Kennt ihr das? Manche Düfte wirken einfach anders oder passen einfach nicht so sehr. Auch wenn man sie mag, passen sie nicht zu einem. Aber dieser scheint doch ganz gut zu mir zu passen und ich bin ganz froh. Auch die Größe ist perfekt zum Mitnehmen. Dann mochte ich ultra gern dieses Duschgel von The Body Shop. Das habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Das ist dieses Simone Simmons. Ich kann euch mal den Blog in die Infobox verlinken von ihr. Auf jeden Fall, ja, haben wir so ein Tauschpaket gemacht und da war das drin und ich mag das total. Das riecht so, also so blumig. Das heißt Moringa Shower Gel. Ist einfach ein ganz frisches, nee, nicht frisch, falsch. Es ist so ein ganz leichter Blumenduft, so wirklich wie so eine, wie die Blumen so auf der Straße manchmal riechen, so die Bäume im Sommer, sowas. So erinnert mich, also daran erinnert es mich, so ein bisschen wie so Jasmin in diese Richtung. Total schön, so weiblich und leicht, einfach so eine Leichtigkeit. Und der Duft bleibt auch relativ lange so auf der Haut, also nach dem Duschen riecht man es auf jeden Fall noch. Und ich will mal schauen, was es sonst noch gibt von diesem Duft. Vielleicht so eine, keine Ahnung, so eine Body Butter oder sowas. Das würde mich auf jeden Fall noch interessieren, weil der Duft wirklich toll ist. Ja, danke nochmal, Simone, ne? Dann habe ich diesen Pinsel für mich zweckentfremdet neu entdeckt sozusagen. Und zwar ist das von Real Techniques. Eigentlich der, wie heißt der, Blush Brush, also für Blush eben. Aber ich habe ihn jetzt lange Zeit gar nicht mehr genutzt. Und jetzt finde ich ihn ideal für Bronzer. Also wirklich eine tolle Größe einfach auch und sehr schön fluffig. Dadurch verteilt es den Bronzer ganz gut, ohne es zu punktuell zu applizieren. Also es wird dann schön gleichmäßig und schön verblendet einfach schon. Und ja, perfekt dafür. Dann hatte ich eine neue Lieblings-Lippenkombination und zwar aus diesen beiden hier. Habt ihr vielleicht auch schon in meinem Video zu verschiedenen Make-up-Looks für die Schule gesehen. Da hatte ich nämlich diesen, also diese Kombination auch getragen. Ich mag das total gern. Ich wünschte nur, dass dieser Lip-Tint von Catrice länger halten würde. Leider hält er nicht lange genug. Also ich suche auf jeden Fall noch einen Lip-Tint, der sehr, sehr lang hält. Ich spiele mit den Gedanken, vielleicht mal bei Benefit zu schauen, diese Lip-Tints. Falls ihr mir den empfehlen könnt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr sogar andere Ideen. Auf jeden Fall mag ich ganz gern den erstmal auftragen und richtig so schön einreiben auf die Lippen. Und danach diesen Gloss darüber zu geben. Das ist von Manhattan, der High Shine Lip Gloss in der Farbe 53L. Ist ein schönes, ja, so Korall Peach mit goldenem, oder na, nicht goldenen, aber sehr viel Schimmer. Und, aber eher so transparent natürlich und sehr, sehr glossy. Und die zwei zusammen, ich finde das so toll, so toll. Und natürlich Musik, ohne Musik kann ich gar nicht. Deswegen habe ich heute sogar einen Album-Tipp und zwar von Mariah Carey. So sieht es aus, das Album. Deswegen kennt man schon viele Songs, zum Beispiel Beautiful, also Hashtag Beautiful. Gab es ja schon letztes Jahr, glaube ich, im Sommer. Das war für mich eigentlich mein Sommersong. Und jetzt ist halt Meteorit mein Sommersong. Ich finde den so toll. Ich liebe es, wenn sie ein bisschen in Richtung Dance geht. Finde ich, passt ganz gut. Erinnert mich auch so an die alten Zeiten, wenn sie so mit Morales sowas gemacht hat. Und ja, ich finde es
Album ist richtig gut. Ich habe sehr lange darauf gewartet, endlich neue Musik von ihr zu bekommen. Und ich mag sie eben auch schon sehr, sehr lange. Und deswegen kaufe ich mir auch alle Alben. Ich habe es nicht nur so, sondern ich habe es mir auch als CD gekauft. Weil Madonna und Mariah sind die einzigen, von denen ich noch CDs kaufe. Ansonsten reicht es mir auch, wenn ich das nur so runterlade. Ja, aber das ist so mein Anspieltipp, Meteories. Das war's schon. Das waren meine Favoriten für den Mai. Ich freue mich auf den Juni. Jetzt fängt es auch gut an. Das Wochenende wird schon richtig heiß. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, falls euch dieses Video gefällt. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir. Und folgt mir am allerbesten auf Instagram, Twitter, Facebook oder Blogloven für meinen Blog. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Juni und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.